Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von V-Rising. Wir haben in der letzten Folge wunderschön unsere Base verschönert, ausgebaut. Und ich würde sagen, es wird Zeit. Wir sollten einen weiteren V-Blatt hier haben. Wir haben gerade die Nacht, ich habe Tränke reingehauen. Ich habe nochmal hier den hier mitgenommen. Klar, wir können uns noch ein bisschen besser ausrüsten. Aber ich würde sagen, fortgeschrittenes Mahlwerk. Rohstoff und Ziegel und Staub zu verwandeln. Aber was ist der Unterschied? Das ist ganz gut. Lost Teleporter. Sonst hätten wir halt den Kollegen hier. Das wäre halt gut wegen der Rüstung, ne? Oh, das ist schon heiß. Muss man schon sagen. Was gibt es hier? Spinnenseide. Ja, die werden wir brauchen für die neue Rüstung. Auch den hier. Okay. Neue Tasche und so. Amboss, Schmelze. Ja, ich würde sagen, je nach der Reihenfolge, wir holen erstmal die hier. Warum nicht? Welchem Gebiet ist sie? Hier irgendwo, ne? Und da habe ich ja erstmal. Mein gutes Pferd behalte ich. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt den hier mit. Den habe ich von irgendjemandem mal geklaut gehabt. Ist aber schon irgendwie schnell, ne? Kommst mir nur so vor. Warum ist er so schnell? Ich doch lieber den anderen benutzen sollen, egal. Einmal Richtung geben, bitte. Da irgendwo. Na dann, let's go. Okay, let's go. Schauen wir mal. Grüßt euch. Die sind immer so frech, ne? Die sind immer so frech zu mir. Bräuchte am besten nochmal Radium, damit ich mir halt eine von diesen legendären Waffen mieten kann. Und dann haben wir auch nochmal ein bisschen Bonis, ne? Eigentlich müsste ich Radium sammeln gehen. Vielleicht machen wir das nach dem nächsten V-Blatt, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil wenn wir das gemacht haben, dann sind wir eigentlich so oder so relativ in der Nähe. Wir könnten dann noch mal ein bisschen Mutanten-Slime holen. Und ein bisschen Radium. Vielleicht kriegen wir da das eine oder andere. Dann könnten wir diese Ahnenschmiede holen. So, und erstmal direkt hier den Teleporter holen. Haben wir. So, wir müssen da hinten lang. So, ich werde mal Ruhe. Ich brauche einmal Spur. Danke. Ich brauche die Spur. Sehr nahe. Er ist uns sehr nahe. Ist er hier? Nee. Doch. Sie. Es ist eine Sie. Ich glaube, ich sollte das ganze Örtchen hier ausrotten. Kann es sein? Ich glaube, ich muss das ganze Gebiet auseinandernehmen. Warte mal, ein paar Mutanten. Schaden auch nicht. Ja, genau, ein bisschen Pet. Behalten erstmal das Blut, was ich aktuell habe. Versuchen wir jetzt hier reinzukämpfen ein bisschen. Damit wir da ordentlich Platz zum Kämpfen haben. Was gibt's denn hier als Beute überhaupt? Ja gut. Sollten wir auch mitnehmen, ne? Ich meine, was man hat, das hat man. Nur leider kein Radium. Wo sind denn so fette Ratten? Was habt ihr hier vor? Achso, ich wollte schon sagen, was denn da? Ich dachte gerade, was kommt. Oh, warte mal. Ganz nice. Können wir
wir uns direkt was mitnehmen. Schön. Die Riesenratten. Hauen wir die einfach mal weg, ne? So, ich wollte noch in die Schippe rein. Looten, was geht. Oh. Tut mir leid, Bro. Achso. Ah. Da war ja noch mehr Beute. Hier ist gar nichts. Gut, gut, gut. Wir müssen nur wegen der Lady einmal aufpassen. Ist sie doch. So. Gehen erstmal ein bisschen die Häuser rein. Erstmal alles clearen. Ich hab keinen Bock, das sind ja irgendwie eine fette Armee rausgerannt kommt oder keine Ahnung. Mitnehmen. Schriftrollen kann man immer. Oh, fett. Oh. Mal was Vernünftiges. Ja, super. Egal. Immerhin. Immerhin ein Premium-Teil. Es lohnt sich hier auf jeden Fall zu suchen. Nein, warum nicht? Achso. Das kann man nicht kaputt machen. Nochmal Mutantenfett. Wunderbar. Ey, du willst dich verpetzen, ne? Da ist sie ja. Gut, ja. So, den. Aha. Hab ich gerade gefunden. Wir haben hier eigentlich Platz, oder? Lady? Haben wir ein Date? Alter, die ist aber... Eieiei, heiße Tante. Heiße Lady, muss man schon sagen. Welcome to my paradise. Let's go for a spin! Oh. Da haben wir schon ein bisschen was ab... gezogen. Ich kenne ihre Moves nicht. Okay. Was macht sie? Keine Ahnung. Okay, okay, beruhig dich. Nein, oh, ich muss raus. Was? Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Alter. Die mich komplett verarschen. Ich brauche ein bisschen Abstand. Ins Haus, ins Haus. Alter. Was geht denn bei der ab? Hau ab. I love it when you struggle. Nein, nein. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Oh ja, wir haben sie. Wir haben sie. You'd make a good tyrant. Na, knackig. Die hat aber, ich komm da nicht raus, ne? Ich kam da vorhin einfach nicht zum Verrecken raus. Das war böse. Der Anfang lief echt gut und dann auf einmal wurde es richtig böse. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir haben hier noch jede Menge zum Looten, glaube ich, ne? Oh.
Ja, wo ist er? Oh. So. Schön ist, wir haben hier auch ein bisschen Öl. Aber die war echt knackig. Get the kids inside. So, was gibt's hier zum Kaputtmachen? Nicht viel. Bisschen netter Kram zum Looten. Will nicht. Hört auf zu heulen. Ich erlöse euch doch irgendwie. Ich bin doch nur da, um zu erlösen. So, was haben wir denn da? Warte mal. Leere, ja gut. Gut. Das Schöne ist echt, dass wir hier noch ein bisschen Schwabbelfett haben. Oh. Nicht so nice. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich brauche Schatten. Das war die nächste Gang. Nein! Ja, kommt ruhig hier hin irgendwie. Okay. Ich würde ganz gerne hier plündern, aber das scheint ein bisschen schwieriger zu sein als gedacht. Sehr schön. Waren wir hier fertig? Ne, hier noch gar nichts. Du bleibst hier. Da waren wir dran, oder? Nee. Ja, wir haben schon noch ein paar bisschen Mutantenfett. Gegen Radium hätte ich nichts dagegen. Ich glaube, hier gibt es aber nichts, ne? Außer hier, warte mal. Ja, gut, ein bisschen Fett. Hier ist noch eine nette Kiste. Oh, und Radium, geil. Das hat sich dann gelohnt, nochmal hier überall reinzuschauen. Oh, der hat 6. Ich müsste den eigentlich schneiden. Naja. Eigentlich hätte ich den mitnehmen müssen. Da war ich ein bisschen zu schnell. Der hätte sich eigentlich ganz gut angeboten, aber so ist nun mal das Leben. Und noch eine Kiste. Nett. Geräte sind natürlich auch mal geil. Brauchen wir für Tränke. So, hier waren wir noch nicht drin, oder? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Da waren wir da drin. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Und hier waren wir nicht drin. Ein paar Goldkettchen. Fettschrift wollen, nice. Ich glaube, hier waren wir ja. Es ist gar nicht, wo wir nicht waren.
glaube, es könnte gut sein, dass wir jetzt hier fertig sind, oder? Nee. Na gut, dann einmal so. Waren wir hier drin? Nein. Oh, noch ein Radium, geil. Schön, schön, schön. Ja, hier ist schon echt gute Beute, muss man schon sagen. Waren wir hier drin? Auch. Doch, wir waren drin, aber ich habe das eine Ding übersehen. Droppt da irgendwas? Nö. Get help! Okay, hier war ich drin. Hier auch. Dann sind wir, glaube ich, fertig. Oh, warte mal, hier ist noch ein bisschen. Ja, hauen wir ab. Da hauen wir. Obwohl, warte mal. Bisschen fett. Get help! Aha. Alles klar, ich glaube, wir sind aber voll. Ja, wir müssen erstmal die Base. Was hätten wir hier? Mutantenfett und die Schleimkanister. So. Ab nach Hause. Ist das schnell? Das fährt schnell, ja. Halten wir. Sehr schön. So, hast du ein bisschen Gras. Dann habe ich noch ein bisschen was länger von dir. Muss ich noch irgendwo Fett? Kann ich hier irgendwo Fett sammeln? Ja. Oh. There's no space in my inventory. Ja, wir sammeln erstmal. Wenn wir noch so ein bisschen Fett mitnehmen können. There's no space in my inventory. Was kann ich mit dem Wetzstein? Schwefel. Haben wir irgendwas Unnötiges? Vielleicht so einen Samen raus? Edelsteine würde ich ganz gerne mitnehmen. Ratten. Ja, Ratten kann ich ja eigentlich ohne Ende machen, ne? So, und keine Ahnung. Der hier. Da sehe ich noch was viel Besseres. Da sehe ich gerade noch. Gut, die Samen raus, dafür die hier. Ja, komm. My bags are filled. Hab ich das rausgeworfen? Ach komm, Wetzstein raus, was soll's? So. Ah, Wettstein, ja. Raus damit. Und dann war da noch eine Stelle, ne? Nehmen wir die hier auch noch mit. Warum nicht? Haben wir schon mal wenigstens ein bisschen Pet? Oh. Hier war schon Action. Geil, einfach nur looten. Hör dann. I must make room if I want to carry that. Immer her damit. My bags are filled. Und dann das Funke. Ist immer so jetzt die Qual der Wahl, ne? Ja, Haut kommt raus. Gucken wir uns später an. Ja gut, das hat sich dann erledigt. Dann zurück in die Base. Le Pferd.
Hätte ich eigentlich einmal so hin sollen. Oh, warte mal, hier ist auch noch ein bisschen Kram. I must make room if I want to carry that. Technischer Schrott. I must make room if I want to carry that. Ja, wir sind voll. Macht keinen Sinn mehr. Ab nach Hause. Ab nach Home Sweet Alabama. Da wäre eigentlich auch noch ein kleines Lager. Wir lassen es. Wir lassen es. Wir haben erstmal genug. Zur Not kann man hier immer noch zurück was holen. Als nächstes würde ich ganz gerne eigentlich hier nochmal so ein paar Splitter da holen, damit ich die erste passive Fähigkeit habe. Aber das mache ich wahrscheinlich ohne Aufnahme. Aber wir holen uns den Skillpunkt dann zusammen. Aber ich denke, da jetzt nur die Punkte abfarmen, das ist nicht so interessant. Aber geil, wir haben schon den nächsten V-Blatt. Die war echt knackig, muss ich schon sagen. Also am Anfang eigentlich nicht, aber wir sind da nicht rausgekommen aus der Attacke, ne? Also ich hatte nichts zum Kontern. Ich hatte kein, ja, diesen zum Entkommen, den ich mir vielleicht lieber aufbewahren soll und nicht direkt verschwenden sollen. Das war echt mies. Das war nicht so geil. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Ich habe ein bisschen Radium. Ich weiß gar nicht, ob das sogar reicht, um diese Schmiede zu bauen. Weil ein bisschen haben wir da. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Produktion. Und wir können jetzt auch diese Teleporter machen. Hallo? So. Einmal ganz kurz schauen. Diese Herstellung war das. 8 brauche ich. Okay, so komme ich leider nicht durch. 8, wenn ich 6 habe. Natürlich nicht. Genau einer fehlt. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ich hätte es gedacht. Gut, wir lagern jetzt erstmal alles ein. Einer fehlt, ey, das ist ärgerlich. Einfach nur einer. So, können wir hier irgendwas reinballern? Nein, können wir nicht. Wir können aber hier ein bisschen shoppen, müssen wir eigentlich auch mal wieder gehen. Der Kram kann rein. Ansonsten habe ich jetzt nichts für hier. Kommt ein bisschen Grabstopp nochmal, warum nicht? Das Holzbremsen reicht aber überhaupt nicht. Habe ich vergessen zu sammeln. Naja. Habe ich irgendwie Stein oder so? Nee, ne? Ich kann aber die Dinger hier klein machen. Habe ich noch irgendwelche? Nee. Nein, habe ich nicht. So. Wir haben hier noch ein bisschen Fett, ein bisschen Glas. Alles klar, sieht gut aus. Den kranken wir rein, obwohl, warte mal. Rein damit. Warte mal. Schneiden wir nochmal hier Bremsen rein. Zack. Das sieht, glaube ich, soweit ganz nice aus. Was Anhänger. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir das gelernt haben. Bergung möglich. Heißt das, ich kann lernen? Ich glaube ja, oder? So. Dann einmal die kostbaren E-Scheine. Also mittlerweile gefällt die Base mir ganz gut, finde ich. Ich muss mir da selber auf die Schulter klopfen. Muss ich schon machen. So, dann haben wir noch oben Geräte und so. Das Geile ist, dass wir Geräte haben. Das ist sehr, sehr geil. So, die können wir einfach mal reinknallen. Müssen wir immer noch aufräumen? Ich weiß, aber vielleicht soll ich das mal ohne Aufnahme machen, weil ich glaube, das zieht echt viel Zeit. Ja, hier ist voll. Ich brauche nochmal so einen weiteren Schrank. Dann kommen die erstmal da rein. Hau ich so rein. Aha. Obwohl, wir machen einmal.
Den hier. Bisschen trennen. Schön. Dann gucken wir, ob wir nochmal was lernen können. Könnten wir lernen? Nein. Hier sind wir aber auch relativ voll, ne? Wir sollten mal gucken, dass wir von einem Set was holen. Ich wollte doch, glaube ich, das hier mir komplett machen, ne? Ich glaube, das Set hat mir am besten gefallen, weil hier könnten wir eh nur zwei Teile machen. Was kriegen wir denn nochmal für einen Boni, wenn wir das komplett haben? Eine Ausrüstungsstufe mehr. Und physische kritische Trefferchance um 20%. Ja, sollten wir machen. Definitiv. Dave in the Tave. Ich würde sagen, das Craften ist auch einmal ganz schnell, weil die Materialien haben wir so oder so da. Ein Zauberspruch. Dann lernen wir mal. Keine Ahnung, den einfach. So. Dann brauchen wir einmal Eisen. Das sollte, glaube ich, reichen. Eisen, dicke Haut. Was brauchen wir noch? Ach so, ja, die Billo-Schuhe, ne? Wir haben jetzt ja Handschuhe und Hose. Dann einmal Handschuhe und Hose. Dann haben wir das ganze Set davon. Das macht halt mehr Sinn, weil dann Stufe 60 und dann sind wir... Hä? Ach. 61. Und haben auch mehr Kraft, wie ihr seht. Ne, weniger. Aber gut, dann haben wir halt diesen kritischen Effekt, ne? Und die Trefferchance. Ist schon ganz gut, ist schon ganz gut. Ist schon richtig so. Rüber damit. Buch wird klein gemacht. So. Wunderbar. Hauen wir einfach mal da rein. Die würde ich ganz gerne schon mal safen, die Kanister. Wir haben ja so oder so Platz in der Vampir-Truhe, ne? Ja. So. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wem ist das komplette Outfit? Ich werde das vielleicht farblich nochmal ein bisschen umändern, aber eigentlich gefällt mir ganz gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.